Was geht? Wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Wurf. Wurf verbessern, Wurf trainieren. Und zuallererst natürlich die Frage, wie kommt man in den Freestyle? Wie kommt man in den Freestyle? Sie haben es umbenannt. Es ist jetzt der Trainingszentrum-Modus. Du musst hier oben auf Heim und dann auf Trainingszentrum. Dann willst du in den Freestyle und dann suchst du dir deine Mannschaft aus. Das geht jetzt für mich so klar. Das ist das Team, mit dem ich online reingehe. Ansonsten kannst du hier noch Sachen verändern. Ich bin jetzt seit einem Tag am Spielen, natürlich nicht durchgängig, aber habe jetzt schon einiges an Erfahrung reingeholt. Ich würde euch gerne nochmal die Tipps mitgeben, die jetzt für mich an allererster Stelle das Wichtigste sind. Für die Leute, die das Shotmeter an- oder aushaben wollen, ihr geht hier auf Optionen, auf HUD, HUD anpassen und könnt dann eure Wurfanzeige anschalten. Hier an. Ich habe das in einem einzelnen Video schon gemacht. Ich will mit der Zeit immer mehr Wissen vereinen. Das heißt, es kann Videos geben, wo sich was wiederholt, aber wo letztendlich immer ein bisschen was dazu kommt von dem Wissen, was wir uns geholt haben. Mit diesem Shotmeter kannst du dann reingehen und du kannst dann deinen Wurf nehmen. Du kannst entweder mit dem Stick werfen. Ich ziehe jetzt einfach mal nach unten. Versuchst natürlich, das Shotmeter zu treffen. Du kriegst am Anfang eine Anzeige und dann geht sie irgendwann weg. Zu dem Zeitpunkt musst du dann irgendwann loslassen, um den Green Release zu bekommen. Du kannst aber auch mit Viereck werfen und das ist die Variante, die ich und eigentlich auch die meisten Leute verwenden. Das ist der klassische Weg. 2K hat mit den Jahren immer versucht, die Leute mehr zum Stick zu führen, indem es Boosts gab auf das Green Window, aber es ist im Endeffekt einfacher mit Viereck, finde ich zumindest. Probiert's aus, guckt, was für euch am besten ist. Was jetzt noch möglich ist mit dem Stick, ist es tatsächlich besser, wenn man rennt zur Seite mit dem rechten Stick nach links, halten, nach rechts halten mit R2. Wenn du R2 weglässt, dann kriegst du nur so einen Wurf. Den Unterschied habt ihr hoffentlich gesehen. Das gleiche kann man auch mit Viereck machen, indem man einfach nur ohne R2 halten den Stick in die Laufrichtung hält und dann Viereck durchdrückt. Finde ich an dieser Stelle ein bisschen unhandlicher. Man kann auch in die Stepbacks gehen, R2 gedrückt halten und dann den rechten Stick nach hinten ziehen. Das geht genauso mit dem Viereck. Alles, was du mit dem Stick machen kannst, kannst du mit dem Viereck machen. Ich finde, Würfe aus der Bewegung sind mit dem Stick etwas angenehmer als mit Viereck. Der einzige Wurf aus der Bewegung, den ich angenehmer finde mit Viereck, das ist der normale aus der Bewegung. Ich renne, werfe aus der Bewegung, drücke dabei R2 und halte Viereck so lange gedrückt, wie ich meine, dass der Wurf reingeht. Wenn du jetzt wirklich trainieren willst, dann macht es wenig Sinn, auf Rookie zu trainieren. Du hast hoffentlich gerade gesehen, wie ich dahin kam. Also Pause drücken, dann Optionen. Und dann auf CPU-Benutzerregler und dann hier bei Rookie X und dann gehst du hoch. Wir gehen mal auf Hall of Fame. Das ist die schwierigste Schwierigkeitsstufe im Game. Wenn du hier deine Würfe triffst, dann wirst du auch online deine Würfe treffen. Dann wirst du auch offline auf einer anderen Schwierigkeit deine Würfe treffen. Wenn du diese Würfe hier beherrschst, dann bist du gut. Dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Wir sind hier mit Shotmeter unterwegs. Und jetzt möchte ich noch zeigen, wie man das Shotmeter ausschalten kann. Und was es bringt, denn in den letzten Jahren gab es immer einen Bonus auf den Wurf ohne Shotmeter. Wir gehen wieder aufs HUD. Man kann die anderen Sachen auch anlassen. Ich mache die allerdings aus. Das macht jeder, wie er möchte. Und dann haben wir jetzt kein Shotmeter und die Schwierigkeit auf Hall of Fame. Der Boost auf Würfe ohne Shotmeter soll wohl wieder bei 20% sein. Das Ding ist, dass es von einem externen YouTube-Kanal, der solche Sachen testet, gesagt wurde, das ist keine Bestätigung von 2K. Zumindest habe ich diese entweder noch nicht gelesen oder schon wieder vergessen. Ich finde, so ist es die letzten Jahre super gut gelaufen und ich finde, so läuft es jetzt auch wieder ganz gut, das Werfen. Es ist im Endeffekt so, das, was 2K einem gibt, das sind immer nur Angebote. Du musst gucken, womit du am besten klarkommst. Was ich jetzt in dem anderen Video schon ausführlich genannt hatte, war das Rhythm Shooting, wo man den linken Stick nach unten zieht und dann im richtigen Moment nach oben zieht. Das ist hier ohne Shotmeter und auf Hall of Fame Schwierigkeit für jemanden wie mich, der das jetzt noch nicht so ausgiebig gemacht hat, ziemlich schwer. Hier habe ich jetzt den Green Release damit gemacht. Ah, okay, das klappt jetzt tatsächlich auch ganz gut.
Ja, ich weiß nicht, ob ich diesem Rhythm Shooting nochmal eine Chance gebe. Ich finde, mit Viereck bin ich deutlich sicherer. Hab dann jetzt auch schon den ersten schwierigen Gegner online gehabt und da habe ich gemerkt, ey, da brauchst du jeden Punkt. Da kannst du dir solche Fehlwürfe nicht erlauben. Ja, ihr müsst einfach mal ausprobieren. Das ist das, was ich euch bisher als Tipps geben kann. Dribbling habe ich ein bisschen was jetzt herausgefunden, aber das ist noch nicht so ausgereift, dass ich sage, ich kann dazu ein Tutorial machen. Da müsst ihr euch nochmal gedulden, wenn ihr da ein deutsches haben wollt. Vielleicht hat schon jemand anderes eins gebracht, aber von mir kommt das auf jeden Fall auch noch. Bis hierhin bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye bye.